Für dieses Rezept brauchst du rote Beete, Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, Knollensellerie, Ingwer, Knoblauch und ein paar Kräuter. In diesem Falle hatte ich keine und habe einfach die Blätter von einem Kohlrabi genommen. Die Gewürze in diesem Rezept kannst du relativ einfach halten. Wenn du magst, kannst du zum Beispiel einfach nur ein Curry nehmen und ein bisschen Chiliflocken dazu tun. Ich habe hier genommen Kurkuma, Thymian, Rosmarin, gemahlene Koriandersamen, Chili und ich glaube ein bisschen Majoran. Jo, das Ganze gibst du dann zu deinem geschnibbelten Gemüse hinzu mit der angegebenen Menge Wasser und dämpfst das Ganze für ungefähr 6 Minuten, wenn du das im Instant Pot machst. Wenn du das auf dem Herd machst, dann dauert das so lange, wie das dauert. Ich habe leider gar keine Ahnung. Es liegt auch ein bisschen daran, wie groß du die Stücke so geschnitten hast. Und dann hast du mehrere Optionen, wie du das Rezept jetzt zu Ende bringst. Du kannst es entweder einfach so essen, du kannst es klein stampfen mit einem Kartoffelstampfer oder du pürierst das Ganze als cremige Suppe und kannst dann zum Beispiel noch ein paar Sonnenblumenkerne drüber hergeben und jo, das Ganze zum Beispiel mit weiteren Kartoffeln essen oder Süßkartoffeln oder was auch immer für eine Stärkebeilage du magst. Alle Angaben und Infos zum Rezept findest du wie immer in der Infobox unter diesem Video und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen.